Zur Mitwirkung im Programm des MV-Tages beworben hatte sich auch die in Güstrow ansässige Jon-Brinkmann-Gesellschaft. Unter dem Motto Brinkmann 200 hatte es 2014 zahlreiche Veranstaltungen zum 200. Geburtstag des plattdeutschen Dichters Jon Brinkmann gegeben. In einem Interview auf der Gartenbühne im Schlossgarten stellte der Vorsitzende der Gesellschaft, Wolfgang Siegmund, den Verein vor. Im Anschluss daran trugen vier Güstrower Platznacker Texte aus Brinkmanns Fagel Grieb vor. Die Platznacker wirken unter dem Dach der Brinkmann-Gesellschaft. Die Güstrower Platznacker sind eine Arbeitsgruppe, ein Freundeskreis, so nennen sie sich ja, und gehören allesamt zur Jon-Brinkmann-Gesellschaft. Das heißt also, wir haben viele Mitglieder dadurch, dass die einzelnen Mitglieder mit zu uns zählen. Gegenwärtig zählen noch knapp 20 Mitglieder zu den Güstrower Platznackern. Ihr Problem ist das der gesamten Brinkmann-Gesellschaft. Das Durchschnittsalter ist hoch, die Mitgliederzahlen sinken. Was fehlt, sind vor allem junge Leute, die die niederdeutsche Sprache pflegen und entwickeln. Eine Hoffnung ist da die Ankündigung von Kultusminister Matthias Brotkorb, mehr zur Förderung des Plattdeutschen an den Schulen zu tun. Nach dem Auftritt der Platznacker stellte Franziska Kieslich aus der Kerstingschule ihren beim letzten Plattdeutsch-Wettbewerb preisgekrönten Rundgang durch Güstrow vor. Und Berend Böckmann machte unter dem Titel Dat Gäle Land MV mit eigenen plattdeutschen Texten bekannt.